Atacama City, Höhlenstadt, 5285 Meter. Boah, da ist ja schon ganz schön tief, ne? So 5285 Meter ist ja doch schon was hier, ne? Grüße aus dem Norden an den Rest Deutschlands, Österreichs, Schweiz und auch an Rumänien oder wo immer ihr auch zuschauen solltet. Ich bin kurz weg. Okay, Mann, Leute! Ich begrüße euch nochmals. Jetzt bin ich auch wirklich da, weil ich bin da. So, wir gehen gleich zum Talk. Es wird gleich Action geben. Ihr glaubt das gar nicht, wie schnell das heute gehen wird. Wir machen gleich Party hier. Schau nochmal kurz beim Mechaniker vorbei. Wir werden gleich die Mighty May-Mission machen. Und dann schauen wir mal, was uns das überhaupt alles bringt. Wir haben so gut ausgerüstet in den letzten Folgen. Wir sind diesmal richtig gut dabei. Das wird jetzt gleich ein riesiger Spaß werden. Ich sehe das jetzt schon kommen. Und wir haben jetzt die Plasma-Gel. Die Plasma-Gun-Erweiterung brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja gar keine Plasma-Gun, ne? Wir haben sowas nicht, wir haben nur eine Plasma-Jet. Das heißt, wir können beides nicht gebrauchen. Das heißt, wir werden jetzt damit spielen müssen. Gut, gehen wir doch zum Doc und machen hier gleich einen auf Action. Ihr werdet es gar nicht glauben, wie schnell wir jetzt die Action haben. Wow, es sind noch nicht mal 2 Minuten vergangen. Schon werden wir hier eine Mission starten. Schön. Nochmal zum Aufrufen der Gedanken. Nochmal alles sich in den Kopf bringen. Wir wollen uns ein neues Boot beschaffen. Einige Verrückte versuchen sich in der Station Scavenger zu verstecken. Sie sind im Besitz dreier interessanter Boote. Taktischer Hinweis. Impactor sollte an Bord sein. Flashhacks gegen starken EMP-Schild einsetzen. Okay. EMP-Schild. Okay. Okay. Dann gehen wir doch mal auf Reise, ne? Schauen wir uns mal um. Los geht's, Koppe. Schauen wir mal, was wir für dich finden. Wir wollen ja nicht mehr mit unserem Quietscheboot hier rumheizen, ne? Das geht ja gar nicht mehr. Was soll denn der Mist? Wir wollen was Ordentliches zum Heizen. Okay, wow. Unsere Plasma setzt sich richtig cool aus. Wir schießen mal damit. Yeah, und sie schießt genauso cool. Wow, wir sind so cool. Und ihr seht, ja, das Ding, der Block kommt einigermaßen nach. Der Plasma Jet, also der Medium Block, er kommt einigermaßen nach bei dem Plasma Jet. Es hält sich in Grenzen. Ich glaube, wenn er sich jetzt noch ein bisschen weiter auflegt, macht das eh alles nichts mehr aus. Ja. Warte hier. Gleich kommt das erste Schiff vorbei. Wenn du Glück hast, kannst du einen Torpedo rauslassen, bevor der Feind dich erfasst. Ja, damit werde ich kein Problem haben. Ich werde den Impactor einsetzen. Und da machen wir da nicht so große Sorgen. Ja, klar. Wo ist denn unser Kollege? Wo soll ich mich hier... Also ich verstecke mich hier einfach mal hinter den Steinen. Das wird gleich wohl irgendjemand hier vorbeigetradelt kommen. Den werden wir uns dann schnappen und dann holen wir uns ein Boot. So einfach ist das. Und dann haben wir ein neues Boot. Oder so wäre natürlich der Traumgedanke. Aber das wollen wir jetzt mal einfach mal gucken. Schaut euch das an, da kommt einer. Siehst du die Avenger? Na klar. Dann los. Geil. Okay, dann würde ich mal sagen, werden wir dieses Boot mal lahmlegen. Ich brauche gar keine Flash-Shocks. Ich mache das Ding einfach so fertig. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Benutze nur EMP-Waffen. Ja klar, siehst du das doch, wie ich sie an EMP. Das Boot haben wir doch schon mal bei Stony gesehen, kann das sein? Das sieht doch so ähnlich aus. Falscher Schalter. Oh Mann. Dieser Turtle hat aus Versehen die Rettungskapsel aktiviert. Schade um die gute Avenger. Aber ich habe schon ein neues Schiff geortet. Amitab, du bist so clever. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Das ist so toll, ich liebe den Kollegen. Ja, gehen wir doch mal weiter. Zweites Schiff lahmlegen. Da sehen, ob das diesmal was wird. Ich habe da ja große Bedenken, aber... Oh Mann, was ist das denn für ein Pilot? Ich meine, oh Mann. Da ist das Ding einfach gegangen, ne? Habt ihr das gesehen? Die Explosion war doch der Hammer. Das war der Hammer, sag ich euch. Und wir sind immer noch unter Wasser mit unserem Impactor. Seht ihr, mit jeder Folge, wo ich diesen Namen aussprechen darf, wird es besser. Ich sag gar nicht mehr Impactor oder sowas. Jetzt, wo ich es sage, komme ich mir total dumm bei vor. Aber naja, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, sich einfach daran zu gewöhnen. Ich hoffe, es gibt ja keine weiteren Bonusaufträge. Auch wenn ich mir recht sicher bin, dass hier irgendwas zu finden ist. Ich werde mich mal besser umschauen. Wenn ich sehen sollte, dass es gleich Bonusziele gibt, dann werde ich natürlich das Ganze nochmal angehen. Heißt, dann werde ich das nochmal hier machen. Und zu schauen, was hier los ist. Was kommt da denn jetzt angeradelt? Eine Toiler. Was ist denn das für das Stück? Okay, es schießt auf jeden Fall auf uns. Und diese Toiler... ich weiß doch, dass die ganz schön böse ist. Es war nur eine Toiler, aber besser als nichts. Naja, das ist nicht nur eine Toiler, das ist eine Toiler mit ganz schönen Angriffswut. Ich sag's euch, seht euch das an, wie böse er war. Er wollte uns richtig töten. Das Schiffchen ist uns mal sicher. Hey, da ist ja noch was. Ja, kannst mal sehen. Es gibt immer neue Schiffe zu finden. Einmal noch mal kurz hier gucken gehen. Ich will nur mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Ich schau mich lieber um.
ich weiß ja nie, ob hier noch irgendwas kommt. Also, die Schiffe kommen ja nicht von irgendwo, wisst ihr? Die kommen ja nicht einfach aus dem Nichts. Von daher schaue ich mich hier lieber ein bisschen um und schau mal, was hier so passiert. Okay, dann schwimmen wir halt in die andere Richtung. Das kann jetzt zwar hier ein bisschen dauern, aber das soll uns ja nicht weiter stören, ne? Wir haben ja Zeit. Ich meine, unter Wasser ist die Zeit ja eh... Ja, aber weiß nicht, wie rechnen wir denn überhaupt die Zeit hier? Also, mal scheint die Sonne, mal nicht. Aber was mir auffällt, ist, dass die Leute nur herumfahren, wenn die Sonne scheint. Also, hatten wir bis jetzt schon mal eine Mission, wo die Sonne nicht geschienen hat? Sollte man mal drüber nachdenken, achtet mal lieber mal drauf. Ich vergesse es eh wieder in der nächsten Folge. Achtet man selber drauf, ob vielleicht in den nächsten Folgen, ob da die Sonne immer noch scheint. Würde mich mal interessieren. Cool. Schauen wir mal, wo wir jetzt unser nächstes Schiff finden. Okay, da ist ganz schön viel bläuliche Farbe zu sehen. Das ist nicht wirklich schön. Okay, was seid ihr denn für welche? Polizei. Atlantische Polizei, Atlantische Föderation, Atlantisches Atlantik-Zeugs. Atlantik. Ich hoffe mal nicht, dass die uns entdecken. So, ich bin mein Nachpunkt. Was soll ich jetzt machen? Das Schiff muss lahmgelegt werden. Das dritte Schiff. Na gut, mal sehen, was Amitav da für uns vorbereitet hat. Ich hoffe nicht, dass wir hier in irgendeiner Scheiße gleich stecken. Okay, was kommt da? Was ist das? Dieses Schiff trägt den Namen Mighty Maggie mit Torpedo, die er gleich töten will. Okay, verstecken müssen wir mal hier da, oder? Boom. Okay, Mighty Maggie. Das hat sich ausgemightet. Das ist noch nicht mal richtiger Spruch, wisst ihr das eigentlich? Ich schnapp mir mal kurz meinen Torpedowerfer und versuche ihn mal. Ah ne, warte mal. Gib mir einen Torpedowerfer und gib mir einen Flash Hark. Jetzt gibt's Stress, ich sag's dir. Jetzt gibt's Stress. Boom. Und... Oh, daneben. Habt ihr das gesehen? Das ist so peinlich. Das ist auch eine nette Lady, was? Natürlich ist ja auch die Mighty Maggie, ne? Okay, hauen wir das Ding einfach so kaputt. Wenn der Flash-Hack daneben geht, dann hauen wir ihn einfach so weg. So, ich verarsche dich einfach. Das, weißt du, wir machen das so. Also so böse an. Nee, guck mich nicht so böse an. Ich hab dir nichts getan. Au. Okay, ich muss dir noch ein bisschen Energie aufgeballen. Genau, mach sowas. Versuch wegzufliegen. Das wird eh nichts. Oh, bam. Oh, ich klatsch voll nicht rein. Das war gar nicht beabsichtigt. Ich mach mal einen kleinen Rumpflug. Und ich mach das am besten so. Nee, nix der Torpedo. Also ich bin hier der Torpedo schießt. Oh Gott, mir wird schlecht wegen dir, weißt du das? Das ist nicht nett, einfach, dass ich hier nach oben schaue. Oh Gott, jetzt guckt ihr mich auch noch böse an. Oh, von oben. Das ist aber nicht nett, nicht, dass sie mich hier schlägt. Das ist ein neues Schiff, Matt. Die Mighty Maggie. Du hast deinen Job getan. Ich hab ein Schiff. Yeah. Stopp mal, da ist was. Passt mal auf, Leute. Passt mal auf. Was ist das? Was ist das? Ein Frachter. Der steht hier doch nicht einfach so herum. Na, den müssen wir erstmal hier außer Kraft setzen, ne? Das geht ja gar nicht. Vielleicht kriegen wir dafür noch was. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Aber ich hoffe mal, dass der gleich noch etwas frei rausgesprungen kommt, wenn ich das Ding jetzt noch zerstöre oder lahmlege in dem Fall. Ich tu's einfach. Mal sehen, was Fuzzy hat dazu sagt. Ja. Yeah, Mann! Super, Bonusziel. Gut. Das kommt mir gelegen. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein Bonusziel gibt. Ich gehe nochmal zu der Polizei. Die war da bestimmt nicht umsonst gewesen. Ich glaube, ich fliege jetzt so in die falsche Richtung oder so, oder? Ich habe ja auch keine Karte. Also entweder schwimme ich jetzt in die falsche Richtung. Ja, ich glaube, ich schwimme in die falsche Richtung. Ich drehe um. Ich will nochmal unbedingt zu der Polizei dahin. Mal sehen, ob da noch irgendwas passiert. Sonst, glaube ich sowieso, dass ich zu spät bin. Aber ich will wenigstens nochmal nachgucken gehen. Nicht, dass es heißt, ich hätte es nicht versucht. Oh, je. Warte mal, ich treffe euch dann gleich da wieder. Ihr braucht euch diesen langen Weg nicht mit anzuschauen.